Im Zweiten Weltkrieg greifen alliierte Piloten die Stützpunkte des japanischen Kaiserreichs an. U-Boote übernehmen dabei die Aufgabe der Seenotrettung, um Piloten zu retten, deren Flugzeuge abgeschossen worden sind. Es sind riskante Operationen. Die Japaner quälten sie, wenn sie gefangen wurden. Die Seerettung bestärkte die Haltung des amerikanischen Militärs, keinen Mann zurückzulassen und jeden wieder nach Hause zurückzubringen. Im Zweiten Weltkrieg ermöglichten U-Boote eine neue Kriegsführung. Taktik und Feuerkraft griffen sie aus der Tiefe heraus an. Der Feind schlug erbarmungslos zurück. Mit revolutionären, aber auch einfachen Taktiken sollte der Verlauf des Krieges entschieden werden. Ihre Geschichten wurden zu Legenden. Oktober 1943, Zentralpazifik. Der amerikanische U-Boot-Kommandant Eugene McKinney und seine Crew beobachten den Luftraum, als ein Gefecht zwischen amerikanischen und japanischen Fliegern ausbricht. Sie sind nicht hier, um Schiffe zu versenken, sondern für den Fall, dass ein amerikanisches Flugzeug nahe ihres U-Boots ins Wasser stürzt. Dann wird die Besatzung von USS Skate versuchen, Überlebende zu retten. Die Amerikaner legten immer viel Wert auf Such- und Rettungsoperationen, da sie sich positiv auf die Moral auswirkten. Unter Deck schaltet die Besatzung von Skate auf die Funkfrequenz des amerikanischen Piloten. Doch sie können nur mithören. Das Funkgerät funktionierte nur in eine Richtung. Sie konnten ihre eigenen Piloten also nicht per Funk darum bitten, sie nicht anzugreifen. Eine beunruhigende Situation für die U-Boot-Besatzung, die darauf konditioniert ist, Kampfflugzeuge als tödliche Bedrohung wahrzunehmen. Ihr Instinkt sagt ihnen, dass sie beim Anblick eines Flugzeugs abtauchen müssen. Ihre Vorsicht erweist sich als begründet. Ein U-Boot, die krieg ich. Sie hören, wie ein amerikanischer Pilot ihr U-Boot als Ziel identifiziert. Da sie praktisch wehrlos sind, erwägt Kommandant McKinney gerade abzutauchen. Abbruch, gehört zu uns. Als der Geschwaderführer das U-Boot als amerikanisch identifiziert. Der Pilot dreht ab, noch bevor McKinney handeln muss. USS Skate befindet sich vor dem japanisch besetzten Wake Island. Der militärische Außenposten liegt etwa 3200 Kilometer südöstlich von Japan. Hunderte amerikanische von Flugzeugträgern aus startende Flieger sollen hier in den nächsten zwei Tagen knapp 300 Tonnen Sprengstoff abwerfen, um feindliche Operationen zu behindern. Die Japaner reagieren von Land aus mit einem Flugabwehr-Sperrfeuer und Mitsubishi Zero-Jagdflugzeugen. Der Kampf erhellt den Nachthimmel. Knapp 20 Kilometer weiter westlich erfährt USS Skate von einem abgestürzten amerikanischen Flugzeug, dessen Crew sich möglicherweise durch Schleudersitze gerettet hat. Volle Kraft voraus! Das U-Boot bleibt aufgetaucht, damit Ausgucke und die anderen Männer auf der Brücke den Kampf weiter beobachten können. Das macht es zwar einfacher, einen Überblick zu behalten, doch in der Dunkelheit ist die Suche nach Überlebenden eine Herausforderung. Der Luftkampf ist noch in vollem Gange. Flugzeug!
als eine japanische Zero am Himmel auftaucht und ihre Waffen auf das amerikanische U-Boot richtet. Die Crew an Deck ist ihr schutzlos ausgeliefert. Brücke freimachen! Ein Dutzend Männer muss erst die Brücke verlassen, bevor das U-Boot abtauchen kann. Das feindliche Flugzeug greift weiter an. Während die Kugeln an ihnen vorbeischießen, klettert ein Mann nach dem anderen die Leiter herunter. Erst als alle vollzählig und in Sicherheit sind, eilt auch McKinney nach unten und schließt die Luke hinter sich. Skate taucht ab, um dem Angriff zu entkommen. Als sie bereits 27 Meter tief gesunken sind, explodieren Bomben in ihrer Nähe. Zuerst spürt man eine Druckwelle, die seitlich gegen das U-Boot prallt. Und dieses Wham-Geräusch nach sich zieht. Darauf folgt ein schreckliches, wirklich furchterregendes Poltern. Sie überleben das Bombardement. Und Skate bleibt unbeschadet. Doch gerade als sich die allgemeine Aufregung legt, bricht Unteroffizier Willis Edward Maxson plötzlich zusammen. Eine Kugel des japanischen Flugzeugs, dem sie entkommen mussten, hatte ihn getroffen. Und erst jetzt bemerken seine Kameraden, dass er angeschossen wurde. Sanitätsmacht! Die Patrone ist im Rücken eingetreten. Doch es gibt keine Austrittswunde. Der Sanitätsmart säubert die Stelle und legt einen Verband an. Er verfügt nicht über die nötigen Fähigkeiten und Instrumente, um die Kugel zu entfernen. Das stellt McKinney vor eine harte Entscheidung. Bricht er die Mission ab, um medizinische Hilfe zu suchen, oder bleibt er und versucht weiterhin, die abgestürzten Piloten zu retten? Wie fühlst du dich? Mir geht's gut. Halt die Ohren steif, wird schon. Mit Sicherheit. Trotz seiner ernsthaften Verwundung bittet Maxson darum, dass sie ihre Rettungsmission weiterführen. McKinney folgt seiner Bitte. In all dem Aufruhr haben sie die Chance verpasst, den amerikanischen Piloten zu retten. Als das U-Boot am nächsten Morgen wieder auftaucht, erfährt die Besatzung von weiteren abgestürzten Piloten. Commander McKinney beschließt, die Brücke allein zu bemannen und die Luke zum Kommandoturm verschlossen zu halten, damit sein U-Boot im Notfall schneller abtauchen kann. Er hatte seine Lektion vom Vortag gelernt. Sollten sie wieder überrascht werden, könnten sie so viel schneller untertauchen. McKinney lokalisiert den Piloten gute 3 Kilometer vor Wake Island. Doch es gibt kein festgelegtes Rettungsverfahren. Ab diesem Punkt musste man improvisieren und spontan entscheiden, wie man vorgeht. Da sie sich in Reichweite der japanischen Küstengeschütze befinden, lässt er das U-Boot etwas absenken, um sich unauffälliger nähern zu können. Doch als sich 3 seiner Männer auf dem überfluteten Deck bewegen, eröffnen die Japaner von der Insel aus das Feuer. Sowohl Pilot als auch U-Boot in ihrer Reichweite. Zum 2. Mal in 2 Tagen hat USS Skate beim Versuch, ein Leben zu retten, feindliches Feuer auf sich gezogen.
Oktober 1943. Ein amerikanisches U-Boot befindet sich weiter auf einer Rettungsmission. Flugzeug! Obwohl ein Besatzungsmitglied am Vortag bei einer Rettungsaktion verwundet wurde. Beim Angriff durch ein japanisches U-Boot hat Unteroffizier Willis Edward Maxson eine schwere Schussverletzung erlitten. Das war ein harter Schlag für die Besatzung. Maxson war beliebt und er lag schwer verwundet im U-Boot, während sie einen Piloten retten wollten, den sie gar nicht kannten. Jetzt schleicht sich die Crew wegen eines weiteren amerikanischen Piloten, dessen Maschine abgeschossen wurde, auf das überflutete Deck heraus. Doch von der Küstenartillerie aus eröffnen die Japaner das Feuer auf die Retter und den Piloten. Das war ihre größte Angst, nicht nur den Flugzeugen über ihnen, sondern auch dem Küstengeschütz ausgeliefert zu sein. Auch aus 3 Kilometern Entfernung könnte nur eine einzige Kugel den Druckkörper des U-Boots durchlöchern, wodurch es nicht mehr fliehen könnte. Während überall um USS Kate Granaten herabstürzen, drängen die Männer trotz des Risikos weiter voran. Plötzlich lässt ein Angriff von amerikanischen Fliegern das Küstengeschütz verstummen. Das feindliche Feuer stoppt. Endlich ist die Besatzung von USS Kate in Reichweite des Piloten, Lieutenant Harold J. Kicker, und zieht ihn an Bord. Für Kicker muss das einem Wunder gleichen. Wenn man endlich die Gesichter seiner Landsmänner sieht und gerettet wird, ist man sehr dankbar. Ein bedeutender Moment. Lieutenant Kicker ist der erste Pilot, der von einem amerikanischen U-Boot auf Rettungsfahrt außer Gefahr gebracht wird. Diese Rettung hob die Stimmung aller. Dadurch bekamen die Gefahren, die sie eingingen, endlich ein Gesicht und einen Namen. Doch für ihre Rettungsmission wird die Besatzung einen hohen Preis zahlen. In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages erliegt Unteroffizier Willis Edward Maxson seinen schweren Verletzungen. Das war ein sehr emotionaler Moment für die Crew. In U-Booten herrscht ein sehr enger, brüderlicher Verband. Diese Männer standen einander nah. Jetzt brauchten sie die Führung ihres Skippers. In der Nacht des 9. Oktober 1943 bereiten Commander McKinney und seine Besatzung Maxsons Leichnam für die Seebestattung vor. U-Boote sind nicht für die Aufbewahrung verstorbener Kameraden ausgelegt. Und sie können den Kampf auch nicht einfach verlassen, um den Leichnam an Land zu bringen. Deswegen müssen sie sich noch während ihrer Unternehmung darum kümmern. Man hüllt sie in ein Leichentuch und übergibt den Toten in einer Zeremonie dem Meer. Vater unser, erbarme dich der Seele unseres verstorbenen Bruders, dessen Körper wir der Tiefe übergeben. Diese Männer, die Tag und Nacht auf See verbringen, kehren nach ihrem Tod zurück ins Meer. Wenn sie im Kampf sterben, gehört das zur Tradition. Das ist eine ergreifende, tief bewegende Erfahrung. USS Kate wird noch 6 weitere Piloten auf ihrer historischen Mission retten, die zu einem der entscheidenden Faktoren im Pazifikkrieg werden sollte. Wir hatten diese Männer zu fliegen und zu kämpfen gelehrt und wollten sie für die Zukunft nicht verlieren. Die Alliierten kämpfen weiter gegen das japanische Kaiserreich. Wir befanden uns in einer Offensive.
Die amerikanische Industrie lief zu Höchstform auf, wodurch es einen riesigen Zustrom neuer Flugzeuge, Truppen und vor allem Schiffe im Pazifik gab. Am 1. September 1944 meldet sich USS Fenback zum Seerettungsdienst vor den japanischen Inseln Iwo Jima und Chichijima, die über 1200 Kilometer südöstlich von Tokio liegen. Und die Hauptinseln durch Flugabwehrartillerie schützen. Ein Luftangriff der Alliierten soll die Verteidigungsanlagen ausschalten und bedeutet für die Piloten ein großes Risiko. Für den ausführenden Offizier Herbert Spratlin ist es bereits die dritte Feindfahrt an Bord von USS Fenback. Commander Robert Williams jedoch ist neu dazugekommen. Peilung? 097. Spratlin ist Williams' Verbindung zur Crew. Peilung auf 220. Sein Job ist es, immer zu wissen, was die Männer gerade beschäftigt. Spratlin weiß, dass die Männer entmutigt sind. Den Großteil ihrer letzten zwei Feindfahrten stellten Hilfsmissionen dar. Dabei konnten sie nicht einen einzigen Piloten retten. Die meisten würden lieber aktiv dazu beitragen, die Japaner zu besiegen. Diese Offiziere verstanden sicher die Wichtigkeit ihrer Mission, aber sie fragten sich bestimmt, warum sie keine Schiffe versenkten. Doch sie werden erneut auf eine Rettungsfahrt geschickt und sie können die Schlacht nur vom Rand aus beobachten. Können Williams und seine Besatzung das Blatt zu ihren Gunsten wenden und eine aktive Rolle im Kampf gegen den Feind einnehmen? September 1944. Während eines alliierten Luftangriffs befindet sich das amerikanische U-Boot Fenback auf einer Hilfsmission vor den japanischen Inseln Iwo Jima und Chichijima. Der Kampf ist in vollem Gange. Flugzeug! Als der Ausguck ein Flugzeug sieht, das sich dem U-Boot nähert. Doch schnell erkennen sie, dass es sich um amerikanische Maschinen handelt. Um F-6F Hellcat-Jagdflugzeuge. Die US Navy weist den U-Booten nun Luftüberwachungseinsätze zu. Die Hellcats sollen nicht wie die Bomber die Inseln angreifen, sondern die U-Boote auf Rettungsmission beschützen und ihnen helfen, Piloten im Pazifik ausfindig zu machen. Die Luftüberwachungseinsätze halfen, Ordnung in das Chaos zu bringen, um die abgestürzten Piloten erfolgreich bergen zu können. Eine der vier Hellcats wackelt mit den Flügeln und signalisiert Fenback so, ihr in die Richtung der Insel zu folgen. Das brachte Schwung in die Besatzung. Genau das hatten sie sich erhofft. Auf der Funkfrequenz für Rettungskommunikation wartet die Crew auf Informationen von den Hellcats. Sie konnten erst wissen, was sie erwartet, wenn sie am Ziel waren. Deswegen war jedes bisschen Information für die Mission hilfreich. Doch das Funkgerät bleibt still. Die Koordination zur Zusammenarbeit von Flugzeugen und U-Booten wurde zwar verbessert, bleibt jedoch anfällig für technisches Versagen. Jetzt folgt USS Fenback dem Flugzeug in Richtung Iwo Jima, von wo aus Küstengeschütze das U-Boot treffen könnten. Lieutenant Commander Robert Williams weiß nicht, warum sie folgen sollen. Da er die Absicht des Piloten nicht kennt und nicht per Funk mit ihm kommunizieren kann, beschließt er, abzubrechen. Ruder hat rechts! Fenback passt seinen Kurs an, um sich von den Küstengeschützen fernzuhalten. Doch die Flieger folgen nicht. In der Annahme, dass die Piloten etwas wissen, das er nicht weiß, ändert Williams den Kurs ein weiteres Mal, um den Hellcats wieder zu folgen. Er versucht, 8 Kilometer von der Küste Iwo Jimas entfernt zu bleiben. Doch die Flugzeuge verraten die Position des U-Boots. Und die Japaner eröffnen von der Küste aus das Feuer. 2 Granaten schlagen nur 140 Meter vom U-Boot entfernt ins Wasser. Eines der Projektile könnte das U-Boot so beschädigen, dass es nicht mehr tauchen kann. Brücke freimachen! Tauchen! Tauchen!
Williams gibt den Befehl zum Tauchen. In einiger Entfernung zur Insel taucht Finnberg wieder auf. Sofort entdeckten die Piloten des Luftüberwachungseinsatzes das U-Boot. Flugzeug! Und nehmen ihre Schutzposition darüber wieder ein. Nach 2 Stunden fehlgeschlagener Kommunikation empfängt die Crew endlich ein Signal über Funk. Es enthält die Position eines abgestürzten amerikanischen Flugzeugs. Sofort setzt Williams seinen Kurs. Volle Kraft voraus! Zum 2. Mal an diesem Tag eilt die Besatzung zu einer Unfallstelle. Williams hält nun einen sicheren Abstand von 18 Kilometern zwischen seinem U-Boot und der Küste von Iwo Jima ein. Flugzeug Steuerbord voraus! Am Horizont sieht einer der Ausgucker etwas in der Sonne aufblitzen. Ruder hart rechts! Ruder hart rechts! Es ist ein amerikanischer Pilot, der mit Hilfe eines Spiegels auf sich aufmerksam macht. USS Finnberg nähert sich den Männern. Die Rettung wird auf Film festgehalten. Williams positioniert sein U-Boot in Windrichtung. Als das Rettungsboot näher treibt, wirft er ihnen eine Leine zu. Eine solche Rettungsmission ähnelte dem Mann-über-Bord-Manöver, das die Crew immer wieder geübt hat. 5,5 Stunden nach ihrer Bruchlandung werden die 3 Männer endlich an Bord des U-Boots gezogen. Sie sind sichtlich erleichtert. Kein Problem. Thomas Keane, James Stowell und John Doherty werden herzlich empfangen. Nach einer Reihe von Misserfolgen ist diese Rettung ein Wendepunkt für Williams und seine Männer. Das motivierte sie. Ihre Mission war nicht länger nur ein Konzept, sondern bekam ein Gesicht. Sie empfanden jetzt Mitgefühl. Doch diese erste Rettung ist nur der Anfang. Ihr nächster Versuch könnte den Lauf der Geschichte ändern. September 1944. Über 900 Kilometer südöstlich vom japanischen Festland befinden sich Lieutenant Commander Robert Williams und seine Crew von USS Finnberg auf einer Rettungsmission, um abgestürzte alliierte Piloten zu retten. Südlich von ihnen bereiten sich die Piloten des Torpedogeschwaders 51 an Bord des amerikanischen Flugzeugträgers USS San Jacinto darauf vor, die japanische Insel Jijijima anzugreifen. Minuten vor ihrem geplanten Start bespricht die Besatzung des Avenger-Torpedobombers The Barbara ihren Flugplan. Bereit? Bereit. Ihre Mission zielt auf 2 der Langstreckenfunktürme auf Jijijima ab. Jijijima war der wichtigste Kommunikationsknotenpunkt außerhalb des japanischen Festlandes. Riesige Antennen übertrugen den Funk der kaiserlich-japanischen Marine. Wenn ihre Mission gelingt, erschweren sie der japanischen Marine die Koordination ihrer Flotte. Mit einer Ladung von 4 225-Kilo-Bomben hebt der jüngste Pilot von Torpedogeschwader 51 ab. Nachdem sie die Funktürme lokalisiert haben, leiten die ersten beiden Avengers in der Formation ihren Angriff ein. Mit Geschwindigkeiten von über 550 Kilometern pro Stunde stürzen die amerikanischen Piloten auf ihre Zielobjekte zu. Umgehend eröffnen die Japaner das Feuer aus den Flugabwehrgeschützen.
Die Crew an Bord von The Barbara beobachtet den Angriff der ersten beiden Bomber. Fast 2 Tonnen Sprengstoff finden ihr Ziel. Jetzt ist der junge Pilot an der Reihe. Er nähert sich dem Zielobjekt. Auf einer Höhe von knapp 2500 Metern gerät er ins Flakfeuer, noch bevor er seine Ladung abwerfen kann. Eine der Kugeln trifft den Motor. Sofort bricht Feuer aus. Das war sehr chaotisch. Vor lauter Rauch im Cockpit konnte er kaum etwas sehen. Der Pilot muss sich entscheiden. Dreht er ab und versucht es zurück zum Träger zu schaffen? Oder setzt er seinen Angriff fort? Er beschließt, den Kurs beizubehalten. Und sie werfen die Bomben ab. Alle 4 schlagen ein. Doch als er in Richtung Meer abdrehen will, verliert er die Kontrolle über sein Flugzeug. Diese Maschine flog nirgendwo mehr hin, also musste er schnellstmöglich reagieren. Der Pilot befiehlt seiner Crew, sich per Schleudersitz zu retten. Und tut dann das Gleiche. Noch immer befinden sich Lieutenant Commander Robert Williams und die Besatzung von USS Finback vor der Westküste von Chichijima auf einer Rettungsmission. Um 9.30 Uhr erhalten sie Meldung über ein abgestürztes amerikanisches Flugzeug. Piloten, 20 Kilometer östlich. Doch der Absturzort liegt auf der anderen Seite der Insel. Kurs 2:0, volle Kraft voraus. Selbst mit Höchstgeschwindigkeit wird das U-Boot mehrere Stunden dorthin benötigen. Finback eilt sofort los. Nordöstlich von ihnen hat der junge Pilot von Geschwader 51 seine Landung im Wasser überlebt. Er blickt über den weiten Ozean. Von seinen beiden Crewmitgliedern ist keine Spur zu sehen. Der junge Mann weiß, dass er noch nicht außer Gefahr ist. Er ist zwar aus einem brennenden Flugzeug entkommen, schwimmt nun jedoch in einem Rettungsboot vor der Küste einer japanischen Insel. Und er weiß, wie die Japaner ihre Kriegsgefangenen behandeln. Am 24. Oktober 1943 wurden 3 australische, in Neuguinea gefangen gehaltene Soldaten aus ihren Zellen geführt. Nach Wochen der Gefangenschaft, Prügel und brutaler Verhöre. Die Japaner zwangen Sergeant Leonard Siflied auf die Knie. Dann wurden er und seine beiden Mitgefangenen enthauptet. Die Aufnahme von Siflids letzten Augenblicken ist für die US-amerikanischen Piloten auch jetzt, im September 1944, noch immer präsent. Das Foto hatte unter den Alliierten die Runde gemacht und deswegen war allen klar, dass das vermutlich auch ihr Schicksal werden würde, wenn sie in die Hände der Japaner fielen. Nun treiben die Wellen das Rettungsboot des Piloten in Richtung der Küste von Chichijima. Schlimmer noch, japanische Boote kommen auf ihn zu. Er war völlig allein und so nah an einer feindlichen Insel, dass er verzweifelt versuchte, mit den Händen davon wegzupaddeln. Wieder hängt sein Leben am seidenen Faden. September 1944. Südöstlich vom japanischen Festland eilt USS Finback zur Absturzstelle eines amerikanischen Fliegers.
Knapp 20 Kilometer entfernt treibt der junge Pilot auf die Küste einer japanischen Insel zu, während feindliche Schiffe sich ihm nähern. Gerade als alle Hoffnung verloren scheint, tauchen zwei amerikanische Flugzeuge aus seinem Geschwader über ihm auf. Die Avenger-Maschinen eröffnen das Feuer auf die japanischen Schiffe und zwingen sie, zur Küste zurückzukehren. Da sich ihr Treibstoff zu Ende neigt, müssen die Flugzeuge jedoch zu ihrem Träger umkehren und den abgestürzten Piloten hilflos und allein zurücklassen. Unter dem Schutz des Luftüberwachungseinsatzes nähert sich ihm derweil USS Finback aus südlicher Richtung. Rettungsboot, Steuerbord voraus! Endlich entdeckt ein Ausguck das leuchtend gelbe Objekt im weiten Pazifik. Nach 3 Stunden der Angst und Verzweiflung denkt der 20-jährige Pilot in seinem Rettungsboot zu halluzinieren, als er etwas am Horizont erblickt. Zuerst erkennt er nur einen schwarzen Punkt. Doch als er schließlich ein U-Boot erkennt, befürchtet er, es könnte sich um Japaner handeln. Erleichtert stellt er fest, dass die Männer an Bord Amerikaner sind. Der Militärfotograf von USS Finback hält alles auf Film fest. Während 5 seiner Kameraden sich am Bug positionieren, um das Rettungsboot zu bergen. Kurz vor 12 Uhr, mehr als 3 Stunden nach seinem Absturz, ziehen sie den jungen Piloten an Bord. Er ist gerettet. Seine 2 Crewmitglieder sind noch immer verschollen. Da waren 2 weitere Männer bei mir. Wir sind knapp 2 Kilometer östlich runtergekommen. Könntet ihr bitte Ausschau nach ihnen halten? Deswegen lässt Lieutenant Commander Williams das gesamte Gebiet absuchen. Unter Deck trifft eine Nachricht ein. Sie enthält die Koordinaten eines amerikanischen Piloten, der südlich von ihnen in einem Rettungsboot vor der Insel Hahajima ausharrt. Volle Kraft voraus! Der junge Pilot hofft, dass es sich dabei um 1 seiner Crewmitglieder handelt. Während USS Finback die Koordinaten ansteuert, übermitteln die Flugzeuge über ihnen weitere Informationen. Sie bestätigen, dass knapp 3 Kilometer vor der Küste von Hahajima ein Rettungsboot schwimmt und von den Japanern beschossen wird. Bislang hatte USS Finback mit 2 einfachen Rettungen viel Glück. Jetzt müssen sie sich jedoch der Küste nähern, was viel gefährlicher ist. Am helllichten Tag sind sie ein auffälliges Ziel. Brücke freimachen! Brücke freimachen! Daher beschließt Williams, sich untergetaucht zu nähern. Weniger als 30 Minuten später und auf Periskoptiefe lokalisiert Lieutenant Commander Williams schließlich das Rettungsboot. Doch wenn er so nah an der Insel auftaucht, riskiert er damit sein U-Boot und alle, die an Bord sind. Küstengeschütze waren 76 mm bis 127 mm, also großkalibrige Waffen. Schon eine Granate konnte ein U-Boot beschädigen. Und ein U-Boot, das nicht mehr tauchen kann, verliert seine beste Verteidigungsstrategie. Gleichzeitig könnten die Schüsse jedoch auch den abgestürzten Piloten töten. Williams muss einen Weg finden, ihn zu retten und sein U-Boot zu beschützen, bevor es zu spät ist.
2. September 1944. Stunden nach der Überwasserrettung eines jungen Piloten vor einer japanischen Insel steht Lieutenant Commander Robert Williams vor einer noch schwierigeren Herausforderung. Um dem feindlichen Feuer aus japanischen Küstengeschützen auszuweichen, muss USS Finnberg dem nächsten Piloten in Not nahe genug kommen. Zwei Drittel Kraft voraus. Zwei Drittel Kraft voraus. Ohne dabei aufzutauchen. Ein 1600 Tonnen schweres U-Boot auf wenige Meter genau zu manövrieren, ist ziemlich schwierig. Diese zwei Faktoren in Einklang zu bringen, ist ein Kunststück. Sie haben außerdem keine Möglichkeit, mit dem Piloten zu kommunizieren. Er ahnt nicht, dass ein U-Boot sich ihm nähert. Wie verwirrend muss es sein, wenn vor einem plötzlich ein U-Boot auftaucht? Deswegen möchte Williams zuerst an dem Piloten vorbeifahren, um auf sich aufmerksam zu machen. USS Finnberg nähert sich mit 4 Knoten, also 7,5 Kilometern pro Stunde. Als der Pilot begreift, was gerade geschieht, zieht das Periskop schon an ihm vorbei. Er muss sich wohl gefragt haben, wie er es nur an Bord dieses U-Boots schafft. Er hat verpasst, sich am Periskop festzuhalten. Doch Lieutenant Commander Williams gibt noch nicht auf. Williams versuchte es mit Humor zu nehmen und lachte darüber. Schließlich übertrug sich jede Stimmung direkt auf die Besatzung. Noch einmal nähern sie sich dem Piloten, der weiterhin von den japanischen Küstengeschützen angegriffen wird. Dieses Mal schwimmt er dem U-Boot entgegen und klammert sich am Periskop fest. Doch als USS Finnberg sich mit etwa 11 Kilometern pro Stunde von der Insel entfernen will, hat der Pilot große Mühe, sich festzuhalten. Er klammerte sich mit einem Arm am Periskop fest und mit dem anderen am Rettungsboot, das sich mit Wasser füllte. Er wusste, dass er es so nicht raus aufs Meer schaffen würde. Unter Deck reagiert Williams sofort. 15 Meter entfernt. Er lässt sein U-Boot etwas auftauchen, damit das Periskop höher aus dem Wasser ragt. An den Aufbauten des Kommandoturms kann sich der Pilot besser festhalten. Haben ihn. Verstanden. Einmal mehr steuert USS Finnberg auf das offene Meer zu. In knapp 10 Kilometern Entfernung zur Insel Hahajima kann das U-Boot endlich sicher auftauchen. Leutnant zur See James Beckmann steigt herab und wird an Bord empfangen. In nur 2 Tagen konnte USS Finnberg 5 Piloten retten, inklusive des jungen Piloten, der einmal Präsident der USA werden sollte. George H. W. Bush. Beckmann gehört nicht zu den 2 Crewmitgliedern, die mit Bush abgestürzt sind. Trotz intensiver Suchbemühungen werden die beiden niemals gefunden. Über diesen Verlust ist Bush nie hinweggekommen. Er hat sich sein Leben lang gefragt, ob er mehr hätte tun können.
USS Finback führt genügend Vorräte mit sich, um die Piloten unterbringen zu können. Sie bleiben fast einen Monat lang an Bord, bis zum Ende der Unternehmung. Bush und die anderen waren überrascht, dass sie nicht zu ihren Trägern gebracht wurden, sondern ein bisschen U-Boot-Luft schnuppern durften. Bush ist Zeuge, als das U-Boot zwei Schiffe versenkt und überlebt einen Angriff durch Bomben. Bewegt sich Finback an der Oberfläche, hilft er dem Ausguck auf der Brücke. Er arbeitete sich bis zum Oberbefehlshaber hoch und konnte später gut nachvollziehen, was seine Truppen durchmachten. Für seinen Angriff auf Chichijima unter feindlichem Feuer wird Lieutenant Junior Grade George H.W. Bush mit dem Distinguished Flying Cross ausgezeichnet. Als er 1988 zum Präsidenten gewählt wird, lädt er alle überlebenden Besatzungsmitglieder von Finbacks 10. Unternehmung ein, bei seiner Amtseinführungsparade mitzumarschieren. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs werden über 500 Piloten von U-Booten auf Hilfsmissionen gerettet. Die Seerettung bestärkte die Vorstellung des amerikanischen Militärs, keinen Mann zurückzulassen und jeden wieder nach Hause zurückzubringen. Zur gleichen Zeit trainierten die Japaner ihre Kamikaze-Flieger. Sie waren bereit, ihre Männer zu opfern, während die Amerikaner alles dafür taten, um die Iren zu retten. Lieutenant Junior Grade Willis Edward Maxon von USS Kate sollte der einzige amerikanische U-Bootmann bleiben, der in Ausübung seines Dienstes während einer Rettungsmission getötet wurde.